Woher kommen wir? Wohin gehen wir? 3.3. Vom Kapitalismus zur Räterepublik. Natürlich der Arbeiterklasse. Norbert Nelte, internationale Sozialisten. Auch der Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft haben, wie alle Klassenherrschaften, ein eingebautes Ende. Je höher der Anteil für das Kapital an der Wertschöpfung der Lohnempfänger ist, umso eher kommt das eingebaute Ende. Und da dieser Anteil im Kapitalismus am größten ist, kommt das Ende jetzt. Schon vor Beginn des Kapitalismus wagte einer, ihm ein fürchterliches Ende vorauszusagen, Karl Marx, 1818 bis 1883, mit dem Kapital von 1867. Link 1, Rosa Luxemburg, 1871 bis 1919, ging, gestützt auf seine Analyse, sogar noch einen Schritt weiter. Zitat aus Rosa Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals. Seite 410. Link 2. Je gewaltiger das Kapital vermittels des Militarismus draußen in der Welt, wie bei sich daheim, mit der Existenz nicht kapitalistischer Schichten aufräumt und die Existenzbedingungen aller arbeitenden Schichten herabdrückt, umso mehr verwandelt sich die Tagesgeschichte der Kapitalakkumulation auf der Weltbühne in eine fortlaufende Krise politischer und sozialer Katastrophen und Konvulsionen. Aber von vorne, die erste Kapitalanhäufung des Bürgertums ab 16. Jahrhundert bis 1820 nennen wir die ursprüngliche Akkumulation. Link 3. Diese gründet sich nicht auf eine mit Fleiß angehäuften Akkumulation, sondern war eine mit räuberischen Mitteln durchgesetzte Kapitalanhäufung, Diebstahl und der gesetzmäßigen Enteignung der Arbeiter. Als Grundlage der ursprünglichen Akkumulation sind für Marx alle Umwälzungen zu verstehen, Zitat, die der sich bildenden Kapitalistenklasse als Hebel dienen. Vor allem aber die Momente, worin große Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren Subsistenzmitteln Link 4 weggerissen und als vogelfreie Proletarier auf den Arbeitsmarkt geschleudert werden. Die Enteignung der Arbeiter von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses. Karl Marx, Das Kapital, MEW, Band 23, Seite 745, Link 5. Die Zeit der Industrialisierung. Link 6. In England schon ab 1750. In Deutschland von der ersten Eisenbahn ab. Zwischen Nürnberg und Fürth 1935. War nach den Gründerjahren Link 7 von 1867 bis 1873 abgeschlossen. Alle heutigen großen Monopole hatten sich bis dahin gegründet. In dieser Zeit wurden Profite von 50% erzielt. Das heißt, jedes eingesetzte Kapital hatte sich schon nach 2 Jahren amortisiert. Der Kapitalist
hatte also seine Einlagen schon in 2 Jahren wieder zurück. Und die Maschine oder die Fabrik gehörte ihm dann dazu, ganz alleine. Und das Geschäft mit den Waren hatte er auch gemacht, obwohl doch die Arbeiter seine Rückzahlungsgelder inklusive kalkulatorischer Zinsen mit ihrer Arbeit erwirtschaftet haben, bekommt der Kapitalist die Gelder von der Bank gutgeschrieben, nicht die Arbeiter. Also der Kapitalist und der Gesetzgeber haben damit die Arbeiter enteignet. Bis 1900 aber ist die Durchschnittsprofitrate schon von 50% auf 25% gefallen. Der Profit bei der Profitrate setzt sich zusammen aus dem betrieblichen Gewinn plus den Bankzinsen. Bei den Gewinnen beobachten die Kapitalisten selber die gleiche Tendenz nach unten. Sie konnten sich das aber nicht erklären. Außer den Marxisten konnte das niemand begreifen. Aber es passiert. Sie stehen heute bei 0% mit ihren Gewinnen aus der Produktion. Gewinne werden nur noch generiert mit fiktivem Kapital, Versprechungen zur Rückzahlung. Aber das kann doch gar nicht sein, denkt der logisch denkende Betriebswirt. Wir hatten doch immer die Betriebe optimiert. Da muss doch der Profit steigen. Richtig. Tut er auch. Er steigt. Bis die Konkurrenten auch optimieren. Davor hört das Denken der Betriebswirte nämlich auf. Dann setzen sich die niedrigeren Kosten als neuer Warenwert durch. Die Preise sinken und die Profitrate auch. Das ist das von Karl Marx entdeckte Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Rechnen wir einen Beispielsfall durch, wobei die durchschnittliche Ausbeutungsrate von 100 Euro Mehrwert M durch 100 Euro Lohn V erst einmal der Klarheit wegen mit 100% immer gleich bleibt. Der Kapitalist arbeitet zum Beispiel bisher, sagen wir, mit 100.000 Euro konstantem Kapital. Das sind die Kosten für alle Maschinenabschreibungen und die Fremdrechnung. Und 120.000 Euro für die Löhne. Er hat also 220.000 im letzten Jahr vorgelegt und damit 120.000 Euro ordentlichen Gewinn gemacht. Also eine Profitrate von 120.000 M durch 220.000 T plus V erzielt. Das sind ordentliche 54,5%. Das war wahrscheinlich 1850. Damals gab es noch die Profite. Da freut er sich und reibt sich die Hände. Aber die Konkurrenz rationalisiert auch und würde ihn dann einholen. Also rationalisiert er auch und leiht sich von der Bank 500.000 Euro. Das steckt er in die Maschine und schreibt diesen Betrag in 10 Jahren ab. Er hat also zu den 100.000 Euro konstanten Kapital, also Kosten, jetzt auch noch 50.000 Euro dazu. Also gesamt 150.000 Euro konstanten Kapital, also Kosten. Er spart nun aber 80.000 Löhne dafür ein, hat also nur noch 40.000 Euro Löhne zu zahlen.
zusammen also 150.000 C und 40.000 V, gleich 190.000 € Gesamtkosten. Sein Gewinn wird sich somit um die eingesparten 30.000 € steigen und die Profitrate aufs stratosphärische 150.000 € durch 190.000 C plus V gleich 79% hochgejubelt. Da freut er sich auf das nächste Jahr. Während er noch ordentlich beim Händereiben ist, kommt sein Sohn ganz käseweiß nach Hause und berichtet aufgeregt, dass der Konkurrent die gleiche Rationalisierung wie er vorgenommen hat. Heilige Scheiße, denkt er. Mist. Jetzt macht er nicht mehr die anvisierten Gewinne von 150.000 € oder 79%, sondern jetzt muss er mit dem Preis runter. Wie viel, das weiß er noch nicht. Aber wir wissen es jetzt. Und zwar setzen sich die niedrigeren Kosten plus der Mehrwert als neuer Preis durch. Das sind 190.000 € Kosten plus 40.000 € Mehrwert. Das sind ja jetzt nur noch 40.000 € Mehrwert zu 190.000 C plus V. Nur noch müde 21%. Also muss er den Arbeitern das Weihnachtsgeld wieder wegnehmen. Die Ausbeutungsrate M durch V von 100% wieder erhöhen. Es ist ja alles in einem extremen Schritt dargestellt worden, der so stark natürlich nicht in der Wirklichkeit vorkommt. Aber durch die Stärke werden die Bewegungsgesetze erst richtig deutlich. Wegen der Formeln, siehe die Broschüre Marxistische Wirtschaftstheorie leicht gemacht. Link 8. Seite 17. Ein ehemaliger Direktor von Bayer Leverkusen hat in den 1970er Jahren zum Spiegel gesagt: Ich verstehe das nicht. Ich rationalisiere jedes Jahr, aber trotzdem fällt der Gewinn. Wir wissen es jetzt. Gerade weil er rationalisiert hat und seine Konkurrenz auch. Es setzen sich dann immer die niedrigeren Kosten plus den Mehrwert als neuer Wert und damit auch als neuer Preis durch. Der Preis gravitiert nur um den Wert, wie Karl Marx sich ausdrückt. Die Zusammensetzung des Kapitals verläuft genau umgekehrt wie die Profitrate. Während die Profitrate sinkt, steigt die Zusammensetzung des Kapitals. In Japan werden schon Häuser gebaut, nur mit Robotern. Jetzt baut Adidas ein Werk, was nur mit Robotern produzieren wird. Link 9. In der Automobilindustrie wird, wie hier bei VW, auch schon weitgehend mit Robotern gefertigt. Link 10. Die gesamte Automobilproduktion hatte schon 1990 eine Kapitalzusammensetzung von 900%. 90% Fremdrechnungen, konstantes Kapital zu 10% Lohn. Und VW sogar von 2.400%, also nur noch 4% Lohnanteil zu 96% Kapital. Titelzitat: Der deutsche Mittelstand entdeckt den Roboter als Mitarbeiter.
Lingelf, noch ein Titelzitat. Krise. Deutsche Bahn will Lokführer durch Roboter ersetzen. Zitat Ende. Link 12. Weiter mit Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? 11. und letztes Teil.